Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Empyreon. Wir befinden uns gerade auf dem Weg zur Epsilon Com Station Mark 1. Hat das hingehauen? Richtig. Korrekto, die sieht man sogar schon vor uns, wenn man zwischen den beiden Bergen durchguckt. Ach so, hallo noch. Hallo, hallo, hallo. Ja, ich sag auch hallo, der Wandu ist auch da. Ja, der Perry hat sich gerade versprochen, aber passt schon. Bisschen weiter rechts. Ja, hier können wir stehen bleiben, hier gehen wir zur Landung. Alles klar. So, die Rocket Drones kann man am besten mit den Pistolen runternehmen. Um Gewehr geht's auch. Toll, ich habe keine Pistolenmunition gemacht. Ja, da habe ich noch ein paar Schuss. So Leute, und schön in Bewegung bleiben. Ich habe noch ein bisschen mehr an Bord, leider. Im Inventar. Was? Ja, ich habe noch ein paar Blöcke mitgenommen, leider. Also, wer hat Lust, sich auf die Minigun zu stürzen? Am besten Miniguns und die Abwehrgeschütze von der Epsilon Comms Center. Weil ich hasse die Minigun-Drohne. Ich hasse sie abgrundtief. Kontakt. Wow. WTF. Man sieht und hört es. Auf wen haben sie denn abgesehen? Auf Wandu, oder? Ja, ich, klar. Kram jetzt. Klapp mal die Drohnen. Oh, die hat's schon. Okay, die war's. Rocket-Drohne rechts. Ja, ich geschütze gerade. Ah, Mist. Sie haben mich erwischt. Okay, jetzt bin ich im Visier. Und gleich nochmal. Ich schließe mich an, ich war zu blöd. Scheiße, scheiße, scheiße! Also, werte Zuschauer, die Drohne, die Basis scheiße. Haben sie, ja, Ärger gemacht. Definitiv. Oh mein Gott! Ich krieg mein Backpack nicht aufgesammelt. Achtung, Rocket-Drohne! Wo ist denn mein Backpack überhaupt? Die hat's auf mich abgesehen. Schießt die mal jemand runter? Ich brauche ja, einen Backpack, sonst schieße ich gar nichts. Ja, wenn wir Munition hätten. Die haben wir den Backpacks. Ich lock sie weg. Nein, nicht so. Ach, gute Scheiße. Leider kann man hier nicht mit Stein schießen. Sind jetzt noch Drohnen aktiv unterwegs? Truppentransporter kommt auch noch. Achtung, sind Drohnen aktiv unterwegs? Da oben. Ja, die hat 40 Meter, die schießt nur komplett auf mich. Scheiße! Ich krieg einen Schuss ab und dann ist Feierabend. Jetzt hat's mich... Hat's mich jetzt ganz vom Surf runtergehauen? Nee. Und ich bin auch wieder tot. Danke für den Abschuss der Drohne. Mich hat die Base erwischt. Ja, jetzt ist die Base wieder auf mich und ich denke, ich gebe gleich den Geist auf, bevor ich überhaupt an meinem Backpack bin. Ja, Achtung, ich habe auch keine Waffen, nix, ja. Ja, bumm, fertig. Ach, Mann, ich hab mein Gewehr geladen. Wer kam eigentlich auf diese Idee? Ich glaube, es war ich. Wo ist jetzt mein Backpack? Da. Ich versuch's nochmal. Instant Kill, Alter. Ja, danke, mit einem Loch. Ja, ich komme vielleicht hin zu meinem Backpack, aber in dem Augenblick, wo ich den aufsammeln möchte, ist dann ja? Die Show schon vorbei. Ging mir auch gerade so, ich war im Loch und bumm, tot. Ich war gerade beim Aufsammeln. Aber wenn ich das Loch jetzt noch ein bisschen tiefer bearbeiten lasse,
Dann habe ich vielleicht noch eine Chance. Hat irgendeiner mein Backpack aufgenommen? Ach nee. Hopp, rein ins Loch, Kopf runter! Och Mann, das gibt's doch nicht. Also mein Loch ist tief genug, ich glaube, ich bin geschützt. Ich hab mein Zeug, Leute. Ich bin geschützt, Achtung, Truppentransport ist auch gelandet. Wo sind meine Medikits? Da, ich habe gar nicht alles aufgesammelt. Huch. Ja, komm mal hin. Schnell was zu fressen reinhauen. Nachladen. Wie sieht's jetzt aus? Wollen wir dann doch lieber erstmal das Heil in der Flucht suchen, oder? Hallo? Nö, ich würde es durchziehen. Also auf die Kanonen. Ich hab die eine Minigun ist gleich runter. Wenn die weg ist, dann. Also auf die Kanone zu halten, richtig? Ja, ich mache jetzt schon die E-Jungs hier rumlatschen. Ach, schön, Scheiße, Mann! Anti-Infanterie-Geschütze, ja? Jetzt muss ich mir wieder ein neues Loch erarbeiten, wo ich sicher bin. So ist das mit den Löchern. Oh, Alter, diese Instant-Kills sind... Wir brauchen nicht zum Mond fliegen, wir machen uns unseren eigenen. Also wie gesagt, ich muss sagen, ich leuchte rot, aber ich lebe noch. Ja, weil das ganze Feuer auf uns gerichtet ist wahrscheinlich. Das geht hier in einer Tour. Aber ich meine, ist auch eine Möglichkeit. Irgendeiner muss das Kanonenfutter spielen. Ach so, da sind jetzt auch schon die bösen Aliens. Achso, das ist Wandus Backpack. Wo ist die? Wo ja, müsst ihr aufpassen. Wie gesagt, Truppentransport ist gelandet. Ja, ich hab die haben mich gerade. Wo bin ich denn jetzt hier? Was seid ihr denn bescheuert? Der hat mich direkt neben die Base gesetzt. Ich bin direkt an der Base. Ja, war ich auch gerade. Und instant tot. Nee, ich lebe noch. Ich komme echt, die Plasma-Geschütze von der Base gleich down. Ich habe bloß keine Waffe einstecken. Ja, soll ich den kratzen oder was soll ich mit dem machen? Hey, du! Und rechts haben sie eine Flanke drin. Hey, du! Hier bin ich, Guck. Alter, was sind das denn für Viecher? Ih, laufende Fledermäuse. Ich habe die Dinger noch nie gesehen. Was ist das? Laufende Fledermäuse. Ist das hässlich? Bin auch ja, das tot. Sind die Hundeersätze sozusagen. Ja, die müsst ihr auch aufpassen. Oh, ich bin neben meinem Backpack gespawnt. Wir haben auf jeden Fall einen Turm down, ein Abwehrgeschütz. Am zweiten war ich dran, bin gestorben. Jetzt muss ich mal ganz kurz erwähnen. Perry, weißt du, was mehr Survival wäre? Wenn man nicht neben seinem Backpack spawnt. Ja, zu nah an der Base ist aber auch Survival, ne? Nee, mehr Survival wäre, wenn du nicht die Möglichkeit hättest, dein Backpack aufzusammeln. Ja, Scheiße. Dann müsstest du aber immer wieder zurück. Ja, mehr Survival, ne? Ich krieg ja, da wären wir wieder beim Thema. Wer tot ist, ist tot. Doch immer wieder versuchen hinzukommen. Leute, lass das Loch tief schießen. Leute, ja, was denn? Bringt mir jemand mal was vorbei? Ich bin direkt im toten Winkel der Base gespawnt. Ja, bin ich auch vorhin. Ja, aber im toten Winkel. Ich stehe hier auch noch. Ich sehe da jemanden von euch rumschwirren. Ja, das bin ich. Ich muss mich jetzt gerade erstmal ausrüsten. Ja, wenn ich jetzt wegrenne, sterbe ich wieder. Was ist denn das da oben? Ist das so ein blöder Geschützturm oder was? Scheiß drauf, ich geh sein. Das ist doch so ein Geschützturm. Mein Backpack ist unsichtbar. Ja, das verschwindet nach 15 Minuten, unsichtbar. Ja, dann habe ich keine Waffen mehr. Ja, dann wird man sagen, oder würde ich jetzt vorschlagen, holt euer Zeug, sofern wie es geht, und dann verpissen wir uns, oder? Okay. Also ich habe es jetzt mittlerweile schon geschafft, zweimal mein Zeug wieder aufzusammeln. Wie gesagt, die Löcher müssen bloß tief genug sein. Mein Zeug ist weg. Huch, ja. Ich habe meins gerade wieder retten können.
Ich habe hier zwei Backpacks von mir. Ist das cool? Also ich habe mein ganzes Zeug am Rand. Also bei mir am Mann. Das ist leer. Dann nehmen wir das volle. Also das heißt jetzt einfach bloß laufen, ja? Ja, wollen wir nochmal einen Angriff wagen? Wie gesagt, ich kann nicht mitkommen, ich bin wir komplett. Wir überleben es ja eh nicht. Ich würde jetzt versuchen, nochmal einen Turm down zu nehmen. Ich habe da noch zwei Backpacks von Perry und von Mandu, habe ich noch auf dem Schirm. Ja, die müssten beide leer sein, weil ich bin wieder voll. Ich höre was grunzen in meiner Nähe. Werden die Aliens auf dem Radar angezeigt eigentlich? Nein. Scheiße. So, ich hau mir jetzt noch die zwei Medikits rein. Wie sieht es eigentlich mit den Geschützen aus? Eins down, ich bin bei den nächsten dran. Weil das Ding ist ja, sobald ich jetzt hier eins anschieße... So, ich ziehe jetzt das Feuer auf mich. Ich komme raus aus dem Loch. Ich weiß ja nicht, wie viele Schüsse die Scheißdinger brauchen. Ah, ich krieg das wieder Feuer ab. Bin beim zweiten Geschütz dran. Was schießt denn auf mich? Alter, was haben denn die für ein Aim, die Pisser, ey? Das ist ja nicht feierlich. Also die sind deutlich besser geworden. Deutlich. Scheiße. Das Schöne ist halt, solange du die triffst, schießen sie nicht zurück. Denkt sie noch ab, ja? Ich bin am nächsten dran. Ich suche da gerade so einen Hund. Ich hatte da vorhin so einen Hund gehabt. Nächste Plasma-Geschütz gleich down. Ist down. Ich gehe ans nächste Geschütz. Achtung, kleine Selbstfeuergeschütze sind noch aktiv. Nächste Geschütz down. Ich habe mein Backpack wieder. Jo, Achtung, ich gehe jetzt zu diesen kleinen Selbstschussanlagen. Scheiße. Die Aliens haben wir auch. Zumindest die vom Truppentransporter, sehe ich das richtig? Ja, müsste leer sein. Ja, sind da die Geschütze noch aktiv? Warte mal, da läuft noch was? Ne, das ist einheimischer. Ich sehe nichts mehr. Also außen scheint es ruhig zu sein. Wann du warst hier irgendwo? Habe ich dich gesehen da? Alles gut, alles gut. Wir haben es geschafft. Sprinte mal nicht so viel, dass wir das Sprinten haben, wenn es nötig ist. Ich habe noch 182 Schuss, Leute. Ich habe noch 434. Bei mir sind es noch über 700. Und sammelt Pixie. Ich sammle jetzt hier gerade gar nichts. Ich versuche. Wollen wir rein? Also ich würde sagen, wenn wir einmal dabei sind, gehen wir auch rein. Scheiße! Ausweichen, ausweichen, ausweichen! Wo bist du? Haupteingang. Haben wir. Okay. Down. Aber die AI von den Viechern ist doch sehr beschränkt. Ein Glück. Sonst würden wir echt alt aussehen. Hier ist was zu sammeln. Willst du mal rein? Machen wir Spawnplatten. Komm rein, down. Midnight. Da der Container. Jo. Spawnplatten lassen oder down nehmen? Wir sind schnell wieder raus hier. Lass sie drin. Fertig? Tür? Alles klar? Achtung, Abwehrturm. Sicher. Oben. Raum sicher. Weiter oder erstmal? Nein, hier die Kisten nehmen, auseinandernehmen. Sammeln. Wenn einer voll ist, sagt er Bescheid. Fertig? Fertig. Scheiße. Wo sind die ganzen Schüsse denn hin? Hatte ich nicht nachgeladen.
Aber geiles Team, muss ich sagen. Warte, steht noch einer? Ich geh vor. Hier ist noch was zum Sammeln. Da stand einer. Rohstoffe hauptsächlich. Die Tür wird. Und andere Seite wieder raus, oder? Da können wir uns Munition sparen. Habt ihr was gefunden, Neodymium? Ja. Oder? War da Neodymium? Ja. Nee, jetzt das Kursium und Rest rum. Wir haben noch eine andere Tür hier drüben. Das ist die Tür, wo wir eben vorstanden. Und ja. Fahrstuhl nach oben. Achtung, Achtung, Spawn! Ich gehe in Fahrstuhl nach oben. Okay. Die Spawn also. Wow! Aua, 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 aua. Gibt's Friendly Fire? Kann das sein? Auf dem PvP-Planeten, ja. Ich bin so gut wie tot. Einer ist noch. Ist down. Sicher hier oben, sicher. Ich hab mich mal eben raus verpisst. Okay, Achtung, ich hab noch 7 Reserveschuss. So, ich mach mal auf hier. Jo, Achtung, ich brauche Munition, ja. Gib dir Feuerschutz. Da offen. Ist nichts, frei. Hier kommt man rauf. Die Frage, ob da oben noch was drin ist. Dürfte nichts sein, aber hier sind noch Tiere. Ja, die sind unten drin, die sind über respawned. Es wäre schön, wenn du mir von diesen Viechern. Vandum, hier, Vandum, yeah. Vandum, hinter dir. Ja, hey. Midnight? Jo, danke. Das war eigentlich für Vandum. Wir müssen Vandum wieder runtergehen, hier. Weil hier gibt's nichts mehr. Jo, danke. Hier gibt's nichts mehr, okay, dann müssen wir raus. Oh. Und wow. Scheiße, Moonende. Ich decke links. Links gegen. Down. Okay, ist frei, ihr könnt raus. Ab zum Schiff. Hurry. Wir haben hier noch einen Raum. Ja, ich wollte gerade sagen, das sind noch Türen. Links und rechts. Okay, ja, könnt ihr vergessen. Wird auf der anderen Seite. Man hätte auch vorher durchs Fenster gucken können. Also echt jetzt mal. Alter, wie häufig sind wir hier gestorben? Oft genug. Also ich bin 13 Mal gestorben. Ich bin 18 Mal gestorben. What the fuck, da ist noch einer! Wo ist er? Irgendwo vor der Base, der hat mich ganz schön wieder getroffen. Ich bin 6 Mal gestorben. Wo ist er denn? Komm her, du kleiner Pisskopf. Nein, nicht den Dino, den Alien, den da will ich haben. Nicht weglaufen. Ich sehe keinen. So, du bist tot. Wo ist unser Schiff? Hinter Richtung, der Base. Richtung Norden. Richtung Norden, also hinter der Base. Da oben am Berg. Ja, am Berg. Oh, da lebt schon wieder einer. Ich glaube, ich sterbe gleich wieder. Ey, die haben ein Aim. Das ist Wahnsinn. Aber lass mich doch in Ruhe, du Pisskopf. Geh weg, ich hab dir gar nichts. Ich gebe dir Deckung, wenn du zu mir kommst. Ich weiß ja gar nicht, wo du bist. Ich renn gerade an irgendjemandem vorbei. Ja, Richtung Schiff. Ich bin gerade an irgendjemandem vorbeigerannt. Richtung Schiff rennen. Ich renn doch Richtung Schiff, wie gesagt. Ich bin gerade schon an irgendjemandem vorbeigerannt. Der hier in Deckung ist, auf die Base zielt, ne? Das bin ich. Ich komme zu euch. Jo, ich gebe dir Deckung. Jo, ich sehe dich da unten. Alles gut. Kannst du mitkommen? So, ich bin safe. Oh Gott, der ist wild. Ist das eine Kraterlandschaft hier? Ja, das sieht ja schon geil, oder? Das sieht schon recht nice aus, oder? Wow, das sieht man von hier aus jetzt nicht mehr. Schade. Aber gut, dafür bin ich nur 6 Mal gestorben, ist eigentlich gar nicht mehr so schlecht.
Ja, das ist mit den Spawnpunkten, das ist ein bisschen unglücklich. Also könnten einen doch etwas weiter weg spawnen. Ja, seitdem sie Reichweite erhöht haben, auf jeden Fall. Sieht cool aus. Geronimo! Ja, voll die Kraterlandschaft. Aber wenn wir Sarkosium und Restium auch gleich gefunden haben, Ja. können wir ja auch fortschrittliche Constructor bauen. Das Neodymium ist halt das Einzige, was fehlt. Falls es nicht irgendjemand anders Ja eigentlich. gut, Ich haben guck wir mal, das sicher? ich habe auch Ressourcen bekommen. Ich muss gleich mal sondieren, wenn ich auf meinem Passagiersitz sitze. Weil ich habe nur, ja, wie soll ich sagen, Computer und sowas rausbekommen. So, ich sitze vorne links und habe bekommen Kunststoff, Magnesium, Gesteinsmehl, Zement. Einmal straight nach Norden einfach. Also keinen richtigen wertvollen Rohstoff. Nee, ich leider auch nicht, also fehlt uns Neodymium. Wir könnten ja noch eine DAO nehmen. Ja, muss jetzt nicht unbedingt gleich sein, also. Ich würde mich da jetzt doch erstmal gern wieder reanimieren. So, einmal hübsch landen, drück O, das macht's einfacher. Herr Perry, O drücken, das macht's einfacher. Einfach landen reicht auch. Tja, mit O landet mal schöner. O ist zu meiner Lieblingstaste geworden jetzt. So, an der Stelle werde ich den Part auch beenden. War ein hübscher Part. Hat einmal frei reingepasst in circa 20 Minuten. Und so, haut rein, Leute, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Jo, Bye, bis zum tschüss. nächsten Mal.